So. Du stehst mal auf. Komm schon. Hier bin ich. Da. Irgendwann muss da noch so ein Priester sein. Ne, okay. Doch nicht. Aufbrechen. Alles mitnehmen. Faustschild des Elixiers. Nein. Auch nicht. Ah, Mana-Tränke sind nicht so gefragt bei mir. Und weiter geht's. Du kannst den Schicksal nicht. Ja, ist okay. Was für ein Tuatha-Salat. Komm her. Ja, komm schon. Ist da jemand hier? Haben die was fallen lassen? Keiner? Wenn nicht gut bezahlt, die Leute. Oder alles versoffen. Ich kümmere mich um den Priester. Du da bist, ne? Komm schon. Helm der Koagulation. Mein Inventar ist voll. Inventar. Plunder. Zerstört. Ganz normale Zeug braucht man nicht. Button. So, wo ist da? Zum Plunder hinzufügen. Was erwartet uns jetzt? Noch mehr Feinde? Also sowieso. Es scheint, als wäre es soweit. Huhu.
Mischling der Vergeltung. Okay, der haut ein bisschen mehr rein. Konsumgut. Schadensverstärkung haben wir ja schon gesoffen. Meisterhafter Stahlvorhang. Warum ist der eigentlich nicht hier drin? Meisterhafter Schlangengift. Große Schadensabwehr. Ihr dürft auch gerne alle helfen, ne? Es ist nicht nur ein One-Man-Show. Wo sind die anderen? Ja, war klar. Leute. Was seid ihr? Das kann einen Moment dauern. Na super. Ich schicke direkt die nächste. Das war knapp, was hätten wir? Komm. Komm her. Würde ich ja, wenn ich könnte. Wie schnell der das auflädt. Geht man schon auf den Geist, ne? Thank you.
Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Hier enden für dich. Und wenn ich noch eine halbe Stunde dafür brauche. Das ist euer Ende, Sterblicher. Feige Ratte. Hin? Bist du das? Ne. Hammer der an. Beinchen des Elixiers. Insignien des Jagdmeisters. Oh, eine Bandetruhe. Ein Schild. Nee. Sterbe benutze ich auch nicht. Da liegt er. Alles mitnehmen, gucken wir uns jetzt mal an. Müssen bald wieder voll sein. Jetzt haben wir was leuchtet. Irgendwas. Jetzt kommt ihr. Jetzt. So, was haben wir gefunden? Rüstung. Ja, plus 80 Mana. Heldenküras. Na. Die geben plus 15% Leben. Jetzt noch einen nehme, da habe ich mehr Körperschaden. Prozent Volltrefferchance. Da habe ich mehr Blockchance. Lass mal dort den. Da hatte ich 20% Leben mehr. Man das mal so. Und wo geht's weiter? Da.
Hier ist scheinbar keiner. Und noch eine Truhe. So, und rein hier. So. Scheint wieder hier alles instabil zu sein. Mal gucken. Irgendwas fällt runter, okay. Ach, ich kenne mal doch. Bitte entschuldigt, dass ich nicht in der Lage war, an der Schlacht teilzunehmen. Ventrino hat mir ein wenig Schwierigkeiten bereitet. Ihr habt ihn getötet? Er hat mich angegriffen. Es war nur eine Frage der Zeit, dass ihn seine Gier überwältigen würde. Je näher wir Bael kamen, desto besessener von Tier noch wurde er. Und davon, genau wie Gutflo, über Tiernochs Macht zu gebieten. Deshalb musste er aufgehalten werden. Und deshalb müssen wir uns auch über unsere Mission unterhalten. Unsere Mission, ihr Verräterin. Ich soll euch verraten haben? Nein! Ihr habt die Mission vergessen, als ihr gestorben seid. Unsere Zeit wird knapp. Ich erkläre es euch unterwegs. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Über den Stein. Der Duft des Winters war so still wie gefallener Schnee, als der Hofnarr tanzte und scherzte. Messer und Fackeln jonglierend sang er für seine Lords und Ladies, doch niemand lächelte. Keine Augenbraue hob sich, als der Narr den König imitierte. Nicht einmal, als er ihm die Krone vom Haupt nahm. Denn dies war der Tag, an dem Gutflo den Hof des Winters ermordete. Dies war der Tag, an dem die Tuatha geboren wurden und unser Volk zu einem Opfer für Tiernoch wurde. Ich kämpfe an eurer Seite, genau wie in den alten Zeiten, bevor ihr gestorben seid. Da kann ich mich leider nicht erinnern. So leid es mir tut. Oh, wie süß. Komm schon. Ihr und ich, wir haben eine Pflicht. So weit geflogen. Ja. Inventar. Plunder zerlegen. Gibt er trotzdem Geld. Wenn ich was habe, ist es Geld. So, hier ist noch ein Stein. Den nehmen wir natürlich auch mit. Seit der Alabasterwall jung war, war der wunderschöne Weißknochenwald ein Ort des Friedens und der Meditation. Kein schriller Vogelgesang, kein hitziges Wort konnte seinen Weg durch die Äste finden. Es herrschte Ruhe, bis Gutflo unser Land heimsuchte. Die blutroten Äxte der Tuatha zerschlugen den Wald, um Pfeilschäfte zu schnitzen. Tiernos Prismere verzehrten, was übrig blieb. Nun ist unser Wald zerstört und Schreie des Krieges erfüllen seine Wipfel. Knie vor Tiernoch! Da läuft einer. Nicht weinen. Als sich Gutflos Armee erhob, erkannten wir Tiernochs verdorbenen Einfluss.
Nur eine Macht wie sie konnte Wesen der Ewigkeit wie die Feien vergiften. Und so fiel es euch zu, nach Alabastra zu gehen, Tier noch aufzuspüren und sie für alle Zeiten einzusperren. Ihr habt Ventrino benutzt, um hineinzukommen, getarnt als sein Assistent. Okay. Wenn ihr Tier noch nicht aufhalten könntet, würde sie ihre Lakaien benutzen, um vollständig aus ihrem Gefängnis zu entkommen. Und dann wäre die Welt ihr neues Spielzeug. Ihr musstet es versuchen, auch wenn die Schicksalsweber sagten, ihr wärt zum Scheitern verdammt. Und wie immer hatten die Schicksalsweber recht. Erbärmlich. Unsere Helden waren fort. Ohne Aussicht und Wiedergeben. War Gutflows Wahnsinn. Zwei laufen schon wieder weg. Da ist eine Kiste, die nehme ich mit. Goldener Kelch. Als ich euch in Dalentart fand und begriff, dass ihr wieder ins Leben zurückgekehrt wart, war ich mir nicht sicher, an wie viel euch erinnert. Ich konnte mir nicht sicher sein, dass ihr unsere Geheimnisse bewahren würdet. Ich hatte darüber nachgedacht, euch auf der Stelle zu töten. Es war nichts Persönliches. Ihr hättet dasselbe auch mit mir gemacht. Doch dann erkannte ich, zu was ihr geworden wart. Ich erkannte, über welche Macht ihr gebietet. Und ich erkannte, wie nützlich ihr sein könntet. Das ist ein Ende. Kann dauern. Der hält nämlich ganz schön was. Das ist dein Ende. Schicksal ändern könnt, wusste ich, dass ihr unsere einzige Möglichkeit seid. Also habe ich euch geholfen, eure Mission Tier noch aufzuhalten. Das ist ein Ende. Mal mit einer Schlachtmaschine reparieren. Alles ist möglich. Das ist ein Ende. Ich will wissen. Das ist ein Ende. Jetzt kommt. Die Zeit komm. Ist gekommen. Meinung bin ich auch. In glücklicheren Zeiten kam der Hof des Winters hierher, um in den Farben der Mitternachtsgärten zu baden. Nachtveilchen und fahle Mondblumen blühten auf einem Feld aus blauem Gras mit Frost bedeckt. Wenn die Sterne richtig standen, tanzten die Nordlichter von der Königin höchst selbst. Doch nun haben die Tuatha die Gärten zerstört und nur Leichen gepflanzt.
Die Frucht ihres gequälten Gartens ist nur Bluthort. Was die Sonne für den Wald ist, ist hier noch für die Winterfeien. Manche begrüßten diesen neuen Gott freudig, diese Abwechslung vom großen Kreislauf. Andere verbargen sich an dunkelsten Orten. Das Meer sonderte seine Macht. Er ist eine Quelle der Magie und des Hasses. Er schlummert nicht länger unter Amethyn. Der ungebrochene Horizont des Winters ist nur der feurige Nebel der Zerstörung. Warte, warte schon. Leute, als ihr das letzte Mal hier wart, wart ihr dazu bestimmt zu sterben. Dieses Mal liegt euer Schicksal allein. Nach langem Kampf hat Gutflow die Winterfeind besiegt. Und seine Tuata herrschen über uns. Wir werden nicht länger in dieser Welt wiedergeboren. So sein Gott hier noch es nicht wünscht. Dieses Monster hat uns vernichtet. Unsere Tage in dieser Welt sind gezählt. Doch unsere Erinnerungen könnten überdauern. Wenn Gutflow fort ist und sein Gott weiterzieht, ein anderes Volk zu quälen, werde ich vielleicht aus meinem Gott befreit. Stellt euch auf! Und dann werde ich die von uns geschaffenen Träume zurück. Es ist die einzige Unsterblichkeit, auf die wir uns befreien. Einer nach dem anderen, bitte. Einer nach dem anderen. Wieder einer weggelaufen, ja. Das macht's nicht besser, Leute. Ja, war sehr schwer. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Mission endlich abzuschließen. Machen wir Gutflow ein Ende, bevor sein Pakt hier noch befreit und sie auf die Welt loslässt. Es muss schwer für euch sein, so vieles auf einmal zu verarbeiten. Aber ich muss sicher gehen, dass ihr euch darüber im Klaren seid, wer ihr seid und was ihr tun müsst. Es hat sich vieles verändert, seit ihr zuletzt hier wart. Diesmal wird es nicht so leicht sein. Und ihr seid schon beim letzten Mal gestorben. Was ist hier noch? Sie ist eine Kreatur mit unermesslicher Macht, ein Drache. Aber sie ist nicht einfach nur eine Echse aus irgendeiner Kindergeschichte. Ihre Macht kommt der von Göttern gleich. Vor tausenden von Jahren wurde sie hier in Amethyn von den alten Alpha zwischen dieser Welt und der Welt der Magie eingesperrt. Und dort ist sie wahnsinnig geworden. Als ihr Gefängnis im Laufe der Zeit jedoch schwächer wurde, war sie in der Lage, Gutflow zu verführen. Er sollte ihr helfen, genügend Macht zu sammeln, damit sie sich befreien konnte. Und wenn sie wirklich vollständig entkommt, wird dies das Ende allen sterblichen Lebens bedeuten. So wird sich Tyr noch für zehntausende Jahre der Gefangenschaft rächen. Aus diesem Grund widmen Leute wie ihr und ich ihre Leben der Aufgabe, Tyr noch vor der Welt verborgen zu halten. Wer war ich? Unsere Aufgabe war es, Tyr noch vor der Welt verborgen zu halten. Jeder, der zu viel herausgefunden hatte, musste sterben. Aber als Gutflow sie fand, wart ihr derjenige, der sich freiwillig dafür meldete, ihn zu töten und Tyr noch erneut einzusperren. Obwohl euch das Schicksal zum Scheitern verurteilt hatte. Wir mussten alle Register ziehen, um euch beim ersten Mal hierher zu bringen, und dennoch seid ihr gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhattet, wieder ins Leben zurückzukehren, aber so wie ich euch kenne, würde es mich nicht überraschen. Was geschieht, wenn Gutflow tot ist? Jeder, der die Wahrheit über Tyr noch kennt, wird tot, und Tyr noch selbst wird wieder eingesperrt sein. Und wir können zu unserer Aufgabe zurückkehren, dieses Wissen geheim zu halten. Zumindest, wenn ihr euch dafür entscheidet, dieses Leben wieder aufzunehmen.
Solltet ihr euch jedoch weigern, werde ich dafür sorgen müssen, dass ihr die Wahrheit über Tyr noch niemals erzählen könnt. Es wäre mir natürlich lieber, wenn es nicht dazu käme. Aber ihr hättet dasselbe getan. Ich scheine mich zu mögen. 66% Erfolgschance. Ha! Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich zu verlieben. Genau wie ihr. Aber ich vertraue euch das Schicksal meiner Welt an. Es mag euer Herz nicht zum Pochen bringen, das zu hören, aber es wird euch genügen müssen. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. So. Erstmal. Verkaufen, reparieren, was dazu gehört. Ein paar Heiltränke kaufen. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Wollt ihr vielleicht feilschen? Seid willkommen! Das Geschäft brummt, besonders wenn... ...man etwas für den Schwarzmarkt übt. Bis dann! Inventar. Gegenstände. Erstmal wieder raus. Wie viel habe ich an Heiltränken? 16. Und 9 große. Ich hoffe mal, das reicht. Die ganzen Truhen sollte man natürlich auch einsammeln. Ja, ja, hier ist noch irgendjemand. Oha. Nicht mein Freund. Aber eingesperrt. Yeah.
zwei Seiten stehen euch also zur Wahl. Und das Böse, das sie verbreiten mit Fauchen. Eine euch zu töten. Schnell. Ohne Qual. Eine euch nur als Werkzeug zu gebrauchen. Wie ihr auch wählt. Ein törichter Platz.